Ja, servus Freunde. Einmal wieder was aus der Tipps und Tricks Serie von mir. Und zwar, wenn ich euch einen Kaffeefilter dabei habe. Manche wollen ja viel Kaffee, Filterkaffee, na, dass ich ihn rausbringe. Aber halt keinen Filter dazu, wo man den halt reinsteckt. Da sind eigentlich diese Mohrer-Messerträger von Vorteil. Nämlich sowas. Wir brauchen auf alle Fälle eine Kunststoffscheiben, die was unten offen ist. Und warum das so ist, das zeige ich gleich. Jetzt mache ich mir ein Wasserhaus und dann mache ich mir mein Käfchen. Im Großen und Ganzen brauchen wir ein Mohrer-Messer oder sonst irgendeins, was unten eine Öffnung hat. Und dann braucht man so ein Papierfilter. Die habe ich sowieso immer auch dabei, notfalls. Und natürlich einen fixfertigen Kaffee für einen Filterkaffee, ist logisch. Ja, dann werden wir diesen Filter ein bisschen kleiner falten. Und zwar stecken wir den da rein. Da kommt jetzt natürlich mein Käfchen rein. Und jetzt können wir den eigentlich schon gepflegt füttern. Ihr müsst dann nur schauen, dass ihr eigentlich über den Heferl irgendwas habt. Ich habe da jetzt zum Beispiel so einen Ast halt. Da hänge ich mir das her. Jetzt könnt ihr das auch mit einer Schnur anhängen. Also das ist ja nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass ihr ins Heferl trifft. Und wenn das Wasser soweit ist, schalte ich wieder dazu. So, das Wasser kocht. Und jetzt da, lassen wir da rein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und unten kommt der Kaffee raus. Ja Freunde, so schaut's aus und fertig ist der, sagen wir mal, Mohrer-Scheiben-Kaffee. Ich muss gleich dazu erwähnen, die Idee ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Also ich verkaufe das nicht als meine Idee, ich habe das jetzt in irgendeinem Forum gesehen. Ja, man denkt, das ist urgeil, das muss ich echt sagen. Die Idee allein, die ist ja göttlich. Ja, so. Und fertig ist der geliebte Filterkaffee, auch wenn man keine Teile dabei hat. Gut, Filter und Kaffee braucht man, aber mit einem Mohrer-Messer kann man sich jederzeit helfen. Prost. Ja, herrlich. Ja, Freunde, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Einmal ganz was Neues, einmal echt was Lustiges. Ob man das wirklich braucht, ist natürlich was anderes, aber man weiß, wie man sich helfen kann. Und in dem Sinne sage ich wieder Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch was. Ciao.